So Leute, das ist jetzt Part 2. Ich bin immer noch hier mit dem Chris, der Nessie und dem Yunda. Hallo. Moinsen. Die drei sind auch immer noch hoch motiviert, denn es geht ja hier schließlich um den Posten als neuer Geisterjäger, ne? Also, wer Who da you nicht... gonna call? Prometheus, ja! Wer da nicht motiviert ist, ne? Also... Nessie anscheinend nicht. Ach, du bist hochmotiviert. So. Wir machen direkt weiter. Wir schnacken gar nicht lange. Wir gehen direkt weiter mit den mittelschweren Fragen. Frage Nummer 1. Welches Tier steht als Statue vor der New Yorker Bibliothek? Chris. Löwe. Ein Löwe, das ist ja, korrekt. Ja, ist klar. Ja, da steht eine Löwenstatue. Prost. Die, da wird auch mit der Kamera ganz einmal kurz vorbei. Ich weiß, darauf habe ich tatsächlich geachtet, aber ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein Hund oder sowas. Nee, es ist tatsächlich ein Löwe. Ja. Okay, fängt gut an. Frage Nummer 2. Wie viele Bücher hält die Bibliothekarin in der Hand, als sie die Treppe hinuntergeht? Boah! What? Das, meine Damen und Herren, sind die mittelschweren Fragen. Ja, ich bin da. Es sind 5. Es sind 5 ist falsch. Schade. Yes. Chris und Nessie kriegen einen Punkt. Ich gebe euch die Frage nochmal frei und ich kann sie auch nochmal vorlesen, wenn ihr möchtet. Aber ich glaube, die Frage sollte klar sein. Ja, wie viele Bücher hält die in der Hand? Bestimmt, als sie die Treppe hinuntergeht. Oh, ich hab eine Vermutung, aber... Ich traue mich nicht zu drücken. Na, Nessie ist nur ein Punkt, den du vergibst. Mach ruhig. Nessie, mach. Nee, mach du mal. Na, ich bin leider raus. Ich möchte auch mal einen Punkt haben. Mehr vergibe Ansonsten ich schließe ich die Frage in 3, 2. Warte. Ich probiere einfach mal mein Glück. Ich sag 8. 8 ist falsch. Ja! Yunda und Chris kriegen einen Punkt. Ey, 8 ist meine Glückszahl. Möchte noch jemand Chris? Dann versuche ich es auch nochmal. Es sind 6. Nein, es sind auch keine 6. Also, Nessie und Sauber kriegen noch einen Punkt. Ja, mach's mir ruhig schwer im Schnitt, dass ich jetzt immer Fehler antworte und so weiter reinbauen muss. Gerne. Okay, ich denke mal, ich schließe mal die Frage in 3, 2, 1. Es sind nur 3 Bücher. Oh. Was traut ihr denn der Dame zu, dass diese 8 Bücher runterträgt, oder was? Ja. Weil es eine wohl eine dicke Bibel, ey, keine Ahnung. Nee, die hat nur 3 Bücher im Arm. Okay, läuft gut, ja. Ja. Okay, Frage Nummer 3. Die weibliche Probandin rät, dass auf der zweiten Karte ein Stern ist. Dr. Venkman sagt, dass dies korrekt sei. Er lügt aber. Was ist tatsächlich auf der zweiten Karte abgebildet? Ich kann mich an die Dinge nicht mehr erinnern. Chris. Ein Quadrat. Ein Quadrat ist leider falsch. Hä? Warte, Wir kriegen einen Punkt. Ich gebe die Frage wieder frei in 3, 2, 1. Chris. Ein Kreis. Ein Kreis ist korrekt. Wie heißt es? Ist es ein Stern? Es ist ein Stern. Ey, was? Au! Ich hab wirklich auf Clear Buzzer gedrückt gehabt. Also. Jetzt kann ich mich auch wieder an die Szene erinnern, wo der die Karten hoch ist. Kacke, ey. Ich ja, das ist ja direkt am Anfang des Films, ja. Genau. Ja. Ich wusste nicht, welche Karten. Ich glaube, das Quadrat kam später. Nee, das kam ziemlich am Anfang. Ja. Okay, Frage Nummer 4. Als Strafe für eine Fehlantwort bekommen die Probanden einen kurzen Stromstoß. Bei der zweiten Fehlantwort des männlichen Probanden passiert etwas durch den Stromstoß. Was? Yunda. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er... Dass da was passiert. Dass er erst irgendwie beim dritten oder sowas aufsteht und geht. Ich möchte wissen, also was nach dem zweiten passiert. Glaube ich jedenfalls. Und beim zweiten, glaube ich, wird er so, also so steigen so die, ach, ich weiß es doch nicht, steigen mit der Hand. Das ist leider nicht korrekt. Deswegen kriegen Messi und Chris einen Punkt. Ich gebe die Frage auch nochmal frei. Ich kriege die Frage nochmal frei in 3, 2, 1. Wer möchte. Hast du einen Tipp oder so? Nee, einen Tipp gibt es leider nicht. Warum gibt es keine Tipps? Komm schon. da müsste ich mir jetzt einen aus der Nase ziehen.
Schaffst du. Das kann ich dir als Tipp geben. Scheiße. Ist das der Tipp gewesen? Nein. Also, ihm plumpst kein Köttel aus der Hose oder so. ja, ich glaube, wenn ich jetzt den Tipp gebe, dann ist es für euch zu einfach. Ja gut, ich gebe mal den Tipp. Es hat was mit seinem Mund zu tun. Keine Ahnung. Ich bin raus aus dem Mund. Okay, dann würde ich die Frage schließen in 3, 2, 1. Während er den Stromstoß kriegt, fällt ihm das Kaugummi aus dem Mund. Okay. Ach ja! Oh. Genau! Ja. Ach, dieses Detail habe ich echt nicht geachtet. Stimmt, ey. Und dann, das liegt dann auf dem Tisch und dann nimmt er es wieder und steckt sich wieder rein. Genau. Damn. Ja, eklig. Wahrscheinlich direkt verdrängt, ey. Ja. Da saß du nur wahrscheinlich vor dem Film, hast du nur auf deinen Buzzer gedrückt. Nein. Oh, no! No. Genau. Okay. Frage Nummer 5. Wie heißt denn die weibliche Probandin? Boah, Alter. Oh mein Gott, die daneben steht. Er sitzt. Ja. Wie heißt die? Oh. Boah. Du hast noch nicht gebuzzert. Wurde der Name jemals gesagt? Ja, zwei oder dreimal. Aber ich habe keine Ahnung. Ich muss einfach riskieren. Hieß ja, sie nicht Cassandra? Nein, Cassandra ist leider falsch. Irgendwas mit C, glaube ich. Voll der schöne Name, Cassandra. Ich gebe aber die Buzzer wieder frei in 3, 2, 1. Falls noch wer möchte. Ich bin raus. Irgendwo hängt das. Das habe ich mir leider nicht gemerkt. Dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Also der Name fängt nicht mit C an. Was? Sie heißt Jennifer. Das sind keine Zufallstreffer, Jennifer. Oh. Das war nämlich so ein Standardname, war das. So ein 0, ja, sitzt, zum Beispiel, der Wenkman sitzt ja dann neben ihr und sie fragt ihn, glauben Sie, dass ich es habe? Und er sagte, das sind keine Zufallstreffer, Jennifer. Genau. Zum Beispiel. Ich hätte mal Jennifer sagen können. Ja. Ach, krass. Irgendwas hatte ich im Kopf. Okay. Dann geht's weiter. Frage Nummer 6. Wie viele Personen waren laut Ray Zeuge eines freien Schwebens und nebelhafter Erscheinung in der Bibliothek? Chris. Eine? Nein, das ist falsch. Oh Gott, ich kann jetzt wieder riskieren, aber ich mach's nicht. Kriegen einen Punkt. Diesmal nicht. Ich gebe die Frage frei in 3, 2, 1. Nessie, ich bin dein Gewissen. Drück auf den Basang. Nein! Okay, ich drücke einfach drauf. Ja, oh, und Nessie? Ich sag wieder 8. 8 ist meine Glückszahl. Nein, 8 ist leider auch nicht korrekt. Also Junda und Chris jeweils einen Punkt. Ich gebe wieder frei in 3, 2, 1. Egal! Weißt du was? Dann probiere ich es auch noch mit einer. Dann sage ich 4. 4 habe ich auch gerade. Nee, habe ich nicht genannt, aber 4 sage ich. 4. Ja, das ist leider auch falsch. Also Nessie ist scharf, ein Punkt. Ich gebe wieder frei. Ich kann auch nochmal vorlesen. Wie viele Personen waren laut Ray Zeuge eines freien Schwebens und nebelhafter Erscheinung in der Bibliothek? Also ich glaube, er sagte mehrere Personen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, er sagt ja. Dann würde ich die Frage auch schließen in 3, 2, 1. Es waren 10 Personen. 10 Personen waren Zeuge eines freien Schwebens, kompletter Torso, nebelhafte Erscheinung. Oh, fast. Da war ich mit 8. Hallo? aber 8 sind keine 10. Nein, wir sind 2 Personen, ey. Er sagt auch ganz klar, also für die Leute, die jetzt das VOD sehen, hier ist die Szene. 10 Personen waren Zeuge eines freien Schwebens und nebelhafter Erscheinung. Ja. Ach. Okay. Okay, also ich merke, mittelschwere Fragen liegen euch. Mhm. Voll. Okay, wo ist der Buzzer nochmal? Wo der Buzzer ist. Auf der Webseite im besten Fall. Ja. Okay, dann geht's weiter mit Frage Nummer 7. Auf welche Weise wurde der Bücherstapel, welchen die drei Wissenschaftler finden, gestapelt? Chris? Ja. Also ich weiß, dass es was zu tun hat mit der philadelphische Bewegung, die 1942 stattfand. Ach ja, oh mein Gott. Aber diese Bücherstapelung hat eine. Ja, in einer bestimmten Reihenfolge. In einer bestimmten Reihenfolge. Aber auch hat den Namen. Ich glaube, irgendein Alphabet.
Ich gebe dir noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Vorbei. Also Yona und Nessi einen Punkt. Yes! Ich gebe wieder frei in 3, 2, 1, falls noch wer möchte. Nessi. Auf welche Weise wurde der Bücherstapel, welchen die drei Wissenschaftler finden, gestapelt? Ich wollte einfach hochkant sagen. So. Dann habe ich auch als erstes. Ja, also es ist schon ein bisschen. So, und dann kommt ihr mit irgendeiner Bewegung so, hä, what? Ja, irgendwie, ja, dann irgendwas mit auch, Alphabet. Ich ja, auch irgendwas keine, alphabetisch sortiert war das. Aber nach einem dann würde ich die Frage schließen in 3, 2, 1. Es ist die symmetrische Buchstapelung. Symmetrische Buchstapelung. Genau wie bei der Philadelphia Materie-Turbulenz 1947. Mhm. Ja, klar. Das sagen sie. Tut mir leid. Was ist das genau, eine symmetrische Buch? Das, was du jetzt gerade in dem Clip siehst. Okay. Jetzt gerade hier. Ach, das. Ah. Nee, also wie gesagt, aha, jetzt weiß ich. Also wie gesagt, die finden ja diesen Bücherstapel und dann sagt Ray auch symmetrische Buchstapelung wie bei der Philadelphia-Bewegung und sonst was. Chris gerade schon sagte, ja. Okay. Boah, ey. Ich glaube, dass die Bücher einfach nur aufeinander gestapelt sind als komplett... Hochkant, ne? Hoch. Ja, nicht hochkant. Die liegen aufeinander. Schau mal an. Ja, ist ja gut. Okay, Frage also, Nummer 8. Welche Nummer hat das Apartment von Dana Barrett? Ach, komm. Ich glaube, ich weiß es. Nessie? Nein, warte. Das war, glaube ich, das Stockwerk. Oh, no. Hat 22? Was damit zu... Weiter? Ah. Ja. 22a ist leider nicht korrekt. Also oh Mann! Chris und Günther jeweils einen Punkt. Ich gebe nochmal frei in 3, 2, 1. Ich drücke nicht. Welche Nummer hat das Apartment von Dana Barrett? I don't know. Ich bin raus. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Für euch jetzt zum Raten: die 22 ist natürlich mit in der Antwort mit drin. Oh. Aber da fehlt noch etwas. B. 22. Nein, die Antwort wäre 2206. Wir müssen das mit unseren beiden Fernsehern, was nicht in Ordnung ist. Also 2200 oder für Stockwerk 22 und dann Apartment 6. Keine Ahnung, ich merken sollen, ey. Hätte ich mir, habe ich Sieht man, glaube ich, in zwei Szenen oder zwei Einstellungen im Film. Alles klar. Okay, so. Ich hoffe, bei der nächsten Frage, ich habt ihr auch gut aufgepasst. Oh Gott. Frage klar. Nummer 9. Was liegt direkt neben dem Eierkarton auf der Küchenablage, als Dana ihre Einkäufe macht? Ach Mann. Marshmallow-Packung, wo da auch der kleine Marshmallow-Man drauf ist. Das ist korrekt. Eine Marshmallow-Packung. Das habe ich mir gemerkt. Moment mal. Aber rechts daneben ist noch das Gemüse. Nee, aber ich sage ja direkt neben dem Eierkarton. Und direkt neben dem Eierkarton liegt auch wirklich die Marshmallows als nächstes. Okay. Ich bin nicht der Spielmaster. Spielmaster bin ich auch nicht, ich bin der Quizmaster. Meine ich dann. Okay, so. GG. Frage. Die ganz schweren. Bitte? Das sind die mittelschweren. Vielleicht kommt auch die schweren. Ich habe gedacht, es gibt nur 10 mittelschwere. Nein, es gibt 20 mittelschwere und 10 schwere. Okay. Frage Nummer 10. Yes. Die Sekretärin der Geisterjäger fragt Egan, ob er irgendwelche Hobbys habe. Er sagt, er sammle Sporen, Grünspan und... Was hat er gesagt? Ja. Was nochmal? Was haben wir denn? Oh Mann, ich hab den Film auf Englisch geguckt. Keine Ahnung. Warum guckst du ihn auf Englisch? Ja, weil ich alle Filme auf Englisch gucke. Originalsprache und so. Mann, kein Plan. Chris, du hast gedrückt? Pilze. Ja, Pilze reicht mir in dem Sinne noch nicht. Was? Also muss ich Nessie und Yunda einen Punkt geben. Giftpilze. Yes. Ich gebe nochmal frei in 3, 2, 1. Yunda? Giftpilze. Nein, Giftpilz ist leider auch falsch. Also Nessie und Chris jeweils einen Punkt. Ich gebe nochmal frei. 3, 2, 1. Komplett. Er sagt, er sammle Sporen, Grünspan und... Ja, keine Ahnung. Ansonsten schließe ich Himbeeren. Die Frage... Erdbeeren. In 3, 2, 1. Granatäpfel. Nein, die waren es leider auch nicht. Es wären die Schimmelpilze gewesen. Haben Sie irgendwelche Hobbys? Ich sammle Sporen, Grünspan und Schimmelpilze. Ach, komm schon, ey. Wir sind jetzt bei den mittelschweren, Leute. Ja, okay. Oh, das fühlt sich aber irgendwie sehr schwer an. Ich sammle Sporen, Grünspan und Schimmelpilze. Mhm. Danke für die Synchronisation. Ja. Synchronisation, ich kann nicht mehr reden. Oh, ich bin gestresst. Alles gespannt hier. Okay, gerade. Frage Nummer
11. Als Peter Venkman die Wohnung von Dana Barrett untersucht, tut er etwas, das die Geister laut ihm hassen. Was? Scheiße, ich hab dir nicht zugehört. Warum hörst du mir nicht zu? Ja, ich war kurz, ich war kurz gedanklich. Chris, ja. Ich aber auch, ich musste nachdenken. Und zwar hat es was mit einem Musikinstrument zu tun tatsächlich. Er betätigt die Tasten ihres Klaviers. Ach ja, genau. Das ist korrekt. Genau. Das hassen sie. Ich mag es, sie zu quälen. Diese ganz Er klimpert auf dem Klavier, kannst du auch sagen. Genau. Du hast gesagt, er betätigt die Tasten auf dem Klavier. Ist korrekt. Ich soll jetzt zuhören. Hör dem Quizmaster ruhig zu, ey. Ja, das ist eine gute Idee. Kurz so die ersten Worte war ich so kurz woanders. Und dann habe ich noch die letzten Worte gehört und musste mir irgendwie ausdenken, so was. Was meinte er jetzt? Wofür steht die Frage? Wovon redet dieser Typ da, ey? Wer ist das überhaupt? Wo bin okay. ich? Frage Nummer 12. Ein Hotelgast fragt die Geisterjäger, ob sie Kosmonauten darstellen sollen. Peter Venkman entgegnet ihm, dass sie... Juntner? Oh nein, du hast es schon gesagt. Das heißt, Juntner, ja? Die Frage wäre gewesen, dass die Kammer... Dass da, ja, scheiße. Ich müsste fragen... Ja, die gibt irgendwas als Antwort? Da ist eine riesige Ratte oben, haben sie gesagt. Nein, das ist leider falsch. Eine riesige Ratte ist dann nicht oben. Also ich gebe nochmal frei in 3, 2, 1. Ich lese auch nochmal die Frage vor. Ein Hotelgast fragt die Geisterjäger, ob sie Kosmonauten darstellen sollen. Peter Venkman entgegnet ihm, dass sie Kammerjäger sind und jemand im oben im 12. etwas gesehen hat. Was? Ach, da war ich gar nicht mal so weit entfernt. Ja, was nicht weiter. Wahrscheinlich nicht die Ratte. Nee, es war keine Ratte. Insekt? Irgendwas Riesiges, haben sie gesagt. Sonst, wenn niemand möchte, schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Vorbei. Es wäre eine Kakerlake gewesen. Was sollen Sie denn bitte vorstellen? Irgend sowas wie Kosmonauten? Ha, nein, wir sind Kammerjäger. Jemand hat eine Kakerlake oben im 12. gesehen. Ja, ich wollte es sagen. Ich wollte es doch gesagt haben. Ja. Aber eine Riesenkakerlake? Nee, er sagt nur, jemand hat eine Kakerlake oben im 12. gesehen. Ach. Und dann sagt der Typ am Fahrstuhl, das muss eine prächtige Kakerlake sein. Und genau. Da sagt Venkman ja noch, würde ihn den Kopf abbeißen, Mann. Genau. Deswegen habe ich dieses riesig... Ach, David. Ich wollte es noch gesagt haben. Mann! Okay. Musst du hören. Ja, wäre gut. Zum zweiten Mal jetzt. Okay, Frage Nummer 13. Wer sagte den Satz, Verzeihung, wir dachten, sie wären jemand anders? Oh, ja, ich weiß, wo das gespielt hat. Aber wer hat's gesagt? Tja. Nein! Chris? Peter Venkman. Peter Venkman, das ist korrekt. Verzeihung. Verzeihung. Tut mir leid. Wir dachten, sie wären jemand anders. Ja, hätte ich auch gesagt. Mit der Putzfrau da, ne? Genau. Wo sie die Putzfrau beschießen. Ja, ich war mir nicht sicher. Ist natürlich jetzt kacke für Nessie, dass sie den Film auf Englisch geguckt hat. Sorry, ja, mein eigener Fehler, weil ich war Also wenn ich Filmküsse mache, Nessie, immer auf Deutsch gucken. Ja, ich merke schon. Das weiß ich jetzt für die Zukunft. Okay, Frage Nummer 14. Was sagt Ray, soll man auf keinen Fall bei einer Geisterfalle tun? Junda? Reingucken, das ist korrekt. Ja. Ich werde jetzt die Falle öffnen, aber seht nicht direkt in die Falle rein. Ich habe direkt in die Falle gesehen. Boom, der guckt Egan so rein so. Ich habe direkt in die Falle gesehen. Ja. Und nachdem Ray gesagt hat, tu genau das nicht, ne? Also der Lerneffekt ist da. Voll. Oh. Okay, ich soll euch mal gucken, ob mir jetzt jemand die Antwort gibt, die ich auch hören will. Frage Nummer 15. Als sich Winston als weiterer Geisterjäger einstellen lassen will, fragt ihn Janine, ob er an verschiedene Sachen glaube. Was gibt ihr Winston als Antwort? Boah, ich weiß es, aber ich kann es direkt sagen. Chris? Auf dem Wort, genau. Solange ich gut bezahlt werde, ist, glaube ich, an alles. Ja, genau. Ja, so das ähnlich. Würde ich tatsächlich auch gelten lassen dann. Folterungsmedien, vielleicht das Loch Ness-Monster und die Theorie über Atlantis. Sagen wir, wenn ein regelmäßiges Gehalt drin ist, glaube ich an alles, was sie sagen. Ah, ich hätte es doch sagen müssen. Ach, ich habe gedacht, ihr sagt mal einen genauen Betrag, so einen genauen Lohn. Nee, ihr seid einfach viel zu aufmerksam für mich. Betrag wird nicht genannt. Er sagt einfach nur, solange ich regelmäßig Gehalt kriege, ist, glaube ich, an alles da. Ja.
Okay, Frage Nummer 16. Als Luis voller Panik vor der Kreatur fliehen will, rennt er aus dem Gebäude und schreit dabei, dass in seiner Wohnung etwas frei herumläuft. Was? Junda. Ein Bär. Ein Bär ist korrekt. Nee. Hilfe! Hilfe! In meiner Wohnung läuft ein Bär frei rum! Hilfe! Ein Bär in seiner Wohnung! Ja. Echt? What? Ja. Okay, weil ich war... Er rennt aus dem Gebäude und sagt, Hilfe, in meiner Wohnung läuft ein Bär frei rum. Oben sagt er noch, wer hat seinen Hund... Genau, aber als er aus dem Gebäude rennt, schreit er dabei, in meiner Wohnung läuft ein Bär frei rum. Oh, hätte ich nicht gewusst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut aufgepasst. Frage Nummer 17. Nachdem Dana Peter gefragt hat, ob er der Schlüsselmeister sei und er dies mit Ja beantwortet, lässt sie ihn hinein. Peter fragt seinerseits, wie ihr Name doch gleich sei. Was bekommt er als Antwort? Chris? Oh, das... Nein! Auf die Frage war ich schon die ganze Zeit. Suhl, sagst du? Ja, Suhl, der Torwächter. Ja, genau, das, danke, das hätten wir noch so ein bisschen gefehlt. Aber ist ohne okay. Witz. Bist du der Schlüsselmeister? Ja, ich bin ein Freund von ihm. Er hat gesagt, dass wir uns hier treffen. Wie war noch gleich dein Name? Ich bin Suhl, ich bin der Torwächter. Auf diese Frage warte ich schon die ganze Zeit, weil genau das habe ich mir besonders gemerkt. Den Namen. Ja, am Suhl, ja. Der das war tatsächlich auch so der einzige Name, den ich noch im Kopf hatte. Okay, Frage Nummer 18. Wo taucht der freigelassene grüne Geist wieder auf? Ah ja, ich wusste es. Hotdog-Stand. Hotdog-Stand oder Würstchen-Stand, lasse ich beides gelten. Oh! Genau. Ist korrekt. Oh, endlich mal wieder einfache Fragen. jetzt ja, gucken, ob die Frage hier für euch auch noch einfach ist. Gucken. Also wir sind noch bei den mittelschweren, Leute. Ja, ja. Frage 19. In welchem Jahr wurde die Geheimgesellschaft von Ivor Shandor gegründet? Chris? Okay, keine Ahnung. Das war exakt 1920, Quizmaster. 1920, das ist korrekt. Und 1920 gründete er eine Geheimgesellschaft. Nicht schlecht. Alter, was sind das für... Ich hab das gemerkt, Alter. Bam. 1920, ey. Boah, Alter. Krasse Scheiße, ey. Woher wisst ihr das? Das muss ich nicht fragen, woher das weiß. Alter. Was geht da? Respekt. Echt. Krass. Okay. Nicht schlecht hier. So, ich glaub, bei der nächsten könnte jeder von euch eine Chance haben. Nicht schlecht hier. Frage Nummer 20 und damit die letzte der Mittelschweren. Wer sagte den Satz, tut mir leid, Venkman, ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt? Das kann ja nur einer sein. Genau, und zwar Egon Spengler. Ja. Ist der Einzige, der so redet. Ist korrekt. Was hast du dazu zu bemerken? Tut mir leid, Venkman, ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt. Das ist halt legit der Einzige, der in so einer Fachsprache redet eigentlich. Ja. Ja. Okay, wie viele Minuten sind wir jetzt? Bei 23. Ja, komm, dann kloppen wir jetzt die schweren Fragen direkt hinterher, wurscht. War cool, vielleicht ein Zwischenstand oder ist das dauert zu lange? Achso, warte, dann rechne ich kurz zusammen. Moment. Dann gebe ich kurz den Zwischenstand nach den mittelschweren Fragen. Auf Platz 3 liegt Nessie, die in dieser Runde 11 Punkte erreicht hat und mittlerweile auf einer Gesamtpunktzahl von 32 Punkten liegt. Ja! Auf dem zweiten Platz liegt Junda, der in dieser Runde 17 Punkte gemacht hat und auf der Gesamtzahl 44 Punkten liegt. Und auf dem ersten Platz immer noch der Chris, der seinen Vorsprung ein bisschen ausbauen konnte, hat in dieser Runde 36 Punkte erzielt und steht jetzt bei 95 Punkten. Also wie immer alle Angaben ohne Gewähr sollte ich im Schnitt feststellen, dass ich mich verrechnet habe. Aber Idee an dich, mega. Boah, Alter, okay, jetzt machen wir noch schnell, schieben wir noch schnell die schweren Fragen hinterher. Okay, wir verlieren keine Zeit. Ich mache mir wieder die Buzzer-Seite auf. Die Buzzer sind freigegeben. Also, wir haben noch 10 schwere Fragen. Die gehen jetzt los. Frage Nummer 1. Was steht in fetten roten Buchstaben auf der Tür zum Paranormal Studies Laboratory? Bitte was? Wo? Prometheus oder Chris? Venkman Burn to Hell oder in Hell? Venkman Burn in Hell ist korrekt. Also gut. Ich werde jetzt die nächste Karte umdrehen.
Ich möchte, dass Sie sich konzentrieren. Ja, okay. Ja. Ja. Ich bin der Gewinner. Hättest du Fever Hall gesagt, wäre ich schneller dran gewesen. Aber dieses, was du da wie hast ja, du das gesagt? Ja, das stand ja auf, steht ja oben auf der Tür. Paranormal Studies Laboratory. Da zu Fever Hall gesagt, wüsste ich sogar, wo das gewesen wäre direkt. Weil da ist das ja in der Fever Hall. Ist ja diese. Ja, ja, diese, das ist ja diese Universität von denen. Boah, Alter, die Frage war echt not bad, Alter. Das war wirklich, wirklich schön. Wie gesagt, und auf der Tür oben steht halt Paranormal Studies. Ja, und genau. Und darunter Peter Venkman, Ray Stantz, Egan Spengler. Ja. Ja, ja. Da hat wohl einer mit Sprüh, mit einer Sprühdose dann Venkman Burn in Hell oder so drauf. Herzlichen Glückwunsch, Chris, dass du der Gewinner der Folge bist. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. Danke. Gesundheit. Danke. Okay, machen wir direkt weiter. Frage Nummer 2. Ja. Als der männliche Proband den Versuchsraum wutentbrannt verlässt, sagt er zu Dr. Venkman, dass er das Geld behalten könne, welches ihm für die Teilnahme am Experiment versprochen wurde. Wie viel Geld wurde dem Mann versprochen? Boah. Junda. $5. Mann, das wusste ich! $5 ist korrekt. Nun, dann stimmt meine Theorie ja vielleicht. Können Sie $5 behalten? Ich hab genug! Das werde ich, Mister. $5 sind paar Stromschläge. Alter. Ich hab drauf gehofft, dass du das fragst. Ja, damals. Ich auch! Aber ich hab gedacht, das ist bei den leichten Fragen dabei. Nee. Mann. Das passiert in so einem Nebensatz und der schreit dabei. Also, das kann man auch nicht leicht überhören. Ich hab das tatsächlich ganz gut gemerkt, weil ich mich in dem Moment gewundert habe, warum er so wenig Geld kriegt. Hab ich auch gedacht. So, $5, ey. Das hab ich nicht mal in Erinnerung, Leute. Das sind weniger als 5 Euro, ey. Ja, wollte ich gerade sagen. Für ein paar für Stromschläge. Ja, eben. Ja. Okay. Besonders nicht nur einen, ne? Ja, eben. Also. Frage Nummer 3. Ray platzt plötzlich in den Versuchsraum und sagt, dass etwas geschehen ist. Es ist geschehen im Hauptgebäude der New Yorker öffentlichen Bibliothek. Was sagt Ray, um welche Uhrzeit es geschehen ist? Boah, Chris. Ja, Chris weiß es natürlich. Es war um 13.40 Uhr. 13.40 Uhr ist korrekt. Es passierte um 13.40 Uhr im Hauptgebäude der New Yorker öffentlichen Bibliothek. Krass, woher weißt du das? Bam! Das war in dem gleichen Nebensatz, wo er auch diese 10 Personen genannt hat, übrigens. Ne? Ja, das mit den 10 Personen hab mir nur das gemerkt hier, aber vielleicht kommt ja gleich nochmal eine andere Frage. Oh, Respekt, glaub, ey. Mit Respekt. Den, ich glaube, mit der nächsten kriege ich euch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Mal gucken. Nee, safe nicht. Okay. Frage Nummer 4. Wie heißt die Bibliothekarin, die am Anfang des Films erschreckt wird? Alter! So. Warte. Doch, ich glaube ja. Weiß das? Ja, Nessie? Ich glaube schon, weil meine alte Chefin hieß so. What? Alice? Irgend sowas? Alice ist korrekt. Alice, ich werde Ihnen nun ein paar Standardfragen stellen. Alter! Oh mein Gott! Nice! Ja. Nice, nicht schlecht, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich hätte es nicht gedacht, ey. Aber das ist nur, weil meine alte Chefin halt so hieß, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du seine weißt. Geil. Alter. Das ist nicht schlecht gewesen. Respekt. Boah. Respekt. Boah, ey. Hätte ich wahrscheinlich so, wenn ich den Film nur gesehen hätte, mir nicht behalten. Ich auch. Ich hab mir das nicht behalten. Ja, hätte ich nun mal auch nicht, halt, aber halt, weil meine Chefin halt so hieß, ne? Okay. Frage Nummer 5. Wie heißt das Hotel, in welchem die Geisterjäger ihren ersten richtigen Einsatz haben? Ja. Oh. Es hat auf jeden Fall einen mega schönen Kronleuchter gehabt. Ja. Der hinterher runtergekracht ist. Der war nicht immer so schön. Hätte man auch drauf achten können, ey. Ja. Hast du einen Tipp? Ich weiß nicht, das ist halt ein Name. Ich weiß nicht, wie ich euch da. Dann ist egal. Wie ich euch also, da. Oder warte! Ich kann den Tipp nicht sagen, ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Aber ich kann sagen, man sieht den Namen von dem Hotel, bevor sie mit dem Auto da vorfahren und, glaube ich, bei dem Anfangsbuchstaben ist eine Krone oben drauf. Ich weiß aber, nicht, gehen die auch so badass reinmäßig? Ja, eben. So hat da die Dinge aber gestellt. Ich weiß nicht, welchen Tipp ich euch da geben könnte. Ich weiß es nicht. Paris Hilton to the Hotel. Nee, das waren sie leider nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Es wäre das Sedgwick Hotel gewesen. Keine Ahnung. Nee. Für euch hier. No way. Tipp. Oh, ich hab auch Danke für den Klick, Maurice. Ja. Der war wundervoll. Machen wir direkt weiter.
Oh, Frage 6, da könntet ihr drauf kommen. Frage Nummer 6. Als die Geisterjäger auf den Fahrstuhl warten, fragt sie einen Hotelgast, was sie denn bitte darstellen sollen. Für was hält er die Geisterjäger? Junda? Und ich hab mich sogar ertappt, das habe ich vorhin sogar mal gesagt. Ja, ja. Ja. Kammerjäger. Oh. Nee, Kammerjäger sind es leider nicht. Also Nessie und Chris kriegen einen Punkt. Ja! Ich gebe frei in 3, 2, 1. Boah, aber ich krieg da nicht drauf. Ja, aber du hast doch keinen. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Ja, als die Geisterjäger auf den Fahrstuhl warten, fragt sie einen Hotelgast, was sie denn bitte darstellen sollen. Für was hält er die Geisterjäger? Oder was sagt er, was sollen sie bitte denn darstellen? Und dann nennt er etwas. Kammerjäger wurde ja gerade gesagt. Das ist es nicht. Sagt das Peter? Das sagt Peter, er sagt, wir sind Kammerjäger, aber was sagt der Hotelgast? Scheiße, okay. Dann. Warte. Mir fällt das scheiß Wort jetzt nicht ein. Wie gesagt, habe ich vorhin sogar warte, mir liegt es echt auf der Zunge. Ich weiß, ich weiß, was es ist, aber ich kann gerade nicht den Begriff, den er ausgesagt hat. Okay, dann würde ich die Frage schließen in 3. Ach Mann! 1. Klempner? Vorbei. Nein, Klempner nicht. Er hält sie für Kosmonauten oder sollen sie Kosmonauten darstellen? Was sollen sie denn bitte vorstellen? Irgend sowas wie Kosmonauten? Wie gesagt, das hatte ich vorhin sogar in der Frage gesagt. Ich dachte mir so, scheiße, jetzt habe ich schon wieder eine Antwort quasi vorweggenommen vorhin. Aber gut, er kam trotzdem nicht drauf. Ja, moin, Ehre. Ach Mist. Okay, Frage Nummer 7. Wie heißt der Schlüsselmeister, der in der Gestalt von Louis Tully durch New York wandelt? Chris. Vince, der Schlüsselmeister. Nee, da fehlt mir noch was. Oh, da fehlt mir der Nachname. Vince ist richtig. Vince ist richtig, aber mir fehlt da der Nachname. Ja, Vince Wenkelt. Vince Wenkelt ist dann leider nicht. Kein Plan. Nessie und Jonah kriegen schon mal einen Punkt. Yeah. Schon mal frei in 3, 2, 1. Also wer nochmal probieren möchte. Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Wird oft genug gesagt, der Name. Ja, doch. Mann, das ist das, was man meistens vergisst, was ganz, ganz oft gesagt wird. Ja, also dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Er heißt Vince Clorto. Wie sagtest du, war dein Name doch gleich? Vince Clorto, Schlüsselmeister von Gosa. Ach, Clorto. Vince Clorto, Schlüsselmeister von Gosa. Klobrille. Diego! Aber wie gesagt, das wird oft genug im Film gesagt. Also einmal, als er bei Spengler in dem Labor sitzt, fragt er ihn auch nochmal, wie heißt du, Vince Clorto? Als er das Pferd anspricht, sagt er auch nochmal, ich bin Vince Clorto. Scheiße. So, seid ihr aufnahmefähig für Frage Nummer 8? Ja. Okay. Ja. Frage Nummer 8. Nachdem Zool in der Form von Dana vor Peter über dem Bett schwebt, gibt er ihr 300 Kubikzentimeter von einem Beruhigungsmittel. Wie heißt dieses Mittel? So. Kein Plan. So, jetzt habe ich euch. Siehst du, da sagt er selbst Chico, ich weiß es nicht. Chico weiß die Antwort. Weiß das jemand? Da kann ich auch keinen Hinweis geben, weil das halt ein medizinischer Begriff ist. Das. Also der Anfangsbuchstabe ist auf jeden Fall mit P. Habe ich auch im Kopf. P. Bist du sicher? Dann kann ich dir schon mal den Tipp. Dann kann ich dir schon mal den Tipp geben, dass es kein P ist. Oh, okay. Ein C. Das ist auch kein C. Ein A. Das ist auch kein A, ist auch kein B. Ich bin raus. Ich bin raus. Überrogast. Okay, dann schließe ich die Frage in 3. I? Nein, ein I ist auch nicht. 1 und. Paracetamol. Vorbei. Chinidin. Nee, das Mittel heißt Thorazin. Ich habe ihr gerade 300 Kubikzentimeter Thorazin eingetrichtert. Sie wird jetzt ein kleines Nickerchen machen. Ah, mit T war ich schon mal richtig. Du hast P gesagt. Jetzt gerade habe ich Tilidin gesagt. So. Tilidin, ja, gut. Thorazin. Ich habe ihr gerade 300 Kubikzentimeter Thorazin gespritzt. 300 Kubik, Alter. Ja. Das sollte sie erstmal eine Weile schlafen. Ja, ich denke mal, da bin ich mit den schweren Fragen gut dabei, oder? Ja. Dass das eine schwere ist. Ja. Okay, 2 haben wir noch vor uns. Frage Nummer 9. Was war Ivor Shandor, der Architekt des Geistergebäudes, außerdem? Ach komm! Also neben, dass er Architekt war. Was war er noch? Keine Ahnung. Bauarbeiter.
Nee. Bauarbeiter. Weißt du, Architekt, aber ich bin Bauarbeiter. Er baut es direkt selber. Er baut es direkt selber, genau. Ich habe keine Ahnung. Also er war vieles, er war... Aber hat er nicht sogar einen Doktortitel? Aber was willst du denn genau wissen? Ja, was, also ich kann euch zum Beispiel auch die Szene beschreiben. Also, die sind ja da im Gefängnis. Und der Egon sagt ja hier, der Name... Oh, da hab ich kurz nicht aufgepasst, dieses Gefängnis. Die fand ich unnötig. Der Name des Architekten ist Ivor Shandor. Das hat er aus dem Tobin-Gespensterleitfaden. Und dann sagt er, er war außerdem noch... Boah, ich weiß es nicht. Ja, also er war auf jeden Fall ein Bad Guy, ne? Er war Mörder und war halt der Chef von den Gosa-Anhängern. Oder der... Chico. Der Gründer der Gosa-Anhänger. Ist zwar richtig, aber nicht das, was ich suche. Der Mörder. Künstler. Künstler. Hallo? Nein, er ist kein Künstler. Und auch ich gebe wieder frei in 3, 2, 1. Falls kein Plan. Möchte. Ich weiß es nicht. Warte, haben wir einen Punkt gerade bekommen? Ja. Nein. Geil. Nein. Geil, der Chris holt die Punkte für euch. Ja, ich hab keine Ahnung. Er hat sowieso schon gewonnen. Chris regelt. Also, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Ja? Nächstes Mal mach ich. Nee, schieße die Frage. Schade. Wolltest du buzzern? Jonas, du darfst ruhig, ne? Nee, ich wollte bei der nächsten Frage, wenn ich es bei der letzten Frage nicht weiß, dann werde ich trotzdem buzzern, weil ich meine, was kann ich verlieren? Ganz viel. Erstmal zur Auflösung, Ivor Shandor war außerdem noch Arzt. Der Name des Architekten ist Ivor Shandor. Das habe ich aus dem Tobin-Gespensterleitfaden. Er war außerdem noch Arzt. Wow. Ey, was meinst du mit diesem Doktortitel? Ja, aber du musst dann auch drücken. Ich kann jetzt einfach sagen, ja, Doktor ist schon mal nicht schlecht. Ja, okay, weil dann hätte Chris schneller gedrückt. Genau. Ja. Okay, dann. So, letzte Frage. Das müsste jeder von euch hinkriegen. Also da macht es auch spielt es keine Rolle, ob der Film auf Englisch oder auf Deutsch lief. Okay. Okay, Frage Nummer 10, letzte schwere Frage. Was steht auf der Mütze des Marshmallow-Mans? Junda. Okay. Stay puffed? Stay puffed? Stay puffed, ja, ist korrekt. Oh nein. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Oh mein Gott. Oh. Da steht auch unter anderem auf der Marshmallow-Packung in Dana Barretts Wohnung. Ja, nee, das habe ich nicht gesehen, aber... Da steht auch über den Marshmallows oder Stay Puffed, ja. So, ich kann die Punkte verkünden. Der endgültige Punktestand sieht wie folgt auf. Auf dem dritten Platz haben wir die Nessie, die in dieser Runde 6 Punkte machen konnte und auf einer Gesamtpunktzahl von 38 jetzt gelandet ist. Bam. Applaus! GG. Danke, harte, Jürgen. Also gegen eine sehr harte Konkurrenz hier mit Junda und ja, Chris. Richtig harte Konkurrenz, ey. Wow. Auf dem zweiten Platz liegt der Junda, der in dieser Runde 8 Punkte erzielen konnte und auf einer Gesamtpunktzahl von 52 Punkten liegt. 52! Oh. Also echt nicht, GG an dich, Junda. Nicht schlecht, ey. Dankeschön. Und der Chris liegt dementsprechend auf dem ersten Platz, hat in dieser Runde 7 Punkte nochmal erspielen können und liegt jetzt bei einer Gesamtpunktzahl von 102 Punkten. Jawohl! Die 100 hat er geknackt. Die 100 hat er geknackt, ey. Nicht Respekt, ey. Respekt. Ihr habt euch wirklich sehr gut geschlagen. Die waren alle gut. Ja, danke. Die waren auch alle richtig gut. Ich habe mir nur gedacht, ich glaube, die Schweren muss ich nächstes Mal ein bisschen leichter machen, vielleicht. Aber ansonsten, ey, ihr habt Fragen beantwortet, vor denen ich nicht gedacht hätte, das kriegen die niemals raus. Mhm. Also gerade hier mit der Bibliothekarin, dass die Alice heißt oder so, also nicht schlecht. War aber ein unglücklicher Zufall, ne? Ja, aber wie gesagt, du hast es dir gemerkt, ne? Das ist, war nicht schlecht. Also da nochmal Respekt an euch alle, dass ihr euch doch so viel merken konntet. Und auch dieses Wankman Burn in Hell. Also das ist kurz, weiß nicht, für eine Sekunde im Bild zu sehen oder so. Ja, Mann. Direkt am Anfang. Es war ein Graffiti, oder? Es wurde mit einer Sprühdose oder irgendwie so draufgesprüht oder so. Ist mir auch aufgefallen, aber ich konnte es, glaube ich, nicht lesen. Und hatte ich auch keinen Bock mehr, das zu lesen. Ja, hättest du mal gemacht. Cool. Ist geil. Also das war wirklich sehr cool. Wenn es euch gefallen hat und wir vielleicht mal ein Quiz zum zweiten Ghostbusters-Film oder so machen sollen, und ihr diese drei Leute hier wiedersehen wollt, dann lasst gerne ein Like da, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr alle Fragen hättet richtig beantworten können. Würde mich sehr interessieren, wie ihr euch geschlagen hättet. Ansonsten, wie gesagt, haut den Like-Button kaputt.
Schreibt auch gerne in die schreibt in die Kommentare nicht nur eure Antworten, sondern auch, ob ihr euch einen zweiten Teil wünscht. So, jetzt auf jeden Fall entlasse ich euch. Der neue Geisterjäger Chris wird gleich zum Team stoßen und dann werden ein paar Geister vertrieben. Wie das aussieht, muss der Chris dann vloggen. So, ich verabschiede mich, sage danke an euch drei, dass ihr teilgenommen habt und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, war voll schön. Happy Halloween. Liebe in den Chat. Tschüssi in Chat. Ja. Aber wahrscheinlich musst du Happy Halloween in die Kommentare reinschneiden. Tschüss. Ciao. Chris Bankman, over and out.